Philipp, ein Riesending. Ein halbes Jahr nach Silber in der Welt, Gold in Europa. Einfach mal Kommentar, lass mal so richtig deine Freude ab, damit wir wissen, wie es in dir aussieht. Also in mir, denke ich mal, ist einer der größten Steine jetzt überhaupt vom Herzen gefallen. Das war nach Rotterdam direkt mein größter Wunsch, hier in Berlin die Medaille zu holen im Mehrkampf. Wurde natürlich oft gefragt, naja, bist jetzt Vize-Weltmeister, müsstest ja auch Europameister werden. Klar, ist es mein Ziel. Es war mein Ziel, ich habe es jetzt erreicht. Es ist traumhaft schön. Vor allen Dingen nach so einem sehr, sehr schweren Wettkampf, muss man wirklich sagen. Das war heute eine Achterbahn von den Leistungen und von den Gefühlen her. Weil ein Gerät gut, andere Gerät schlecht, ein Gerät gut, ein Gerät schlecht. Und ich hatte nicht wirklich mehr dran gedacht, dass ich es noch schaffen kann. Aber ich wusste zum Schluss, Reck und Boden kommen, zwei sehr starke Geräte von mir. Und ich gebe jetzt nochmal alles. Deswegen war ich auch sehr, sehr nervös vor Boden. Hab aber nochmal eine gute Übung geturnt. Ganz, ganz früher warst du mal so eine Art Rucksackturner und dann hast du dir hier gleich am ersten Gerät, am Pferd, in den Rucksack aufgeladen, denn die lief ja nicht so und das schleppst du dann in den Wettkampf rein. War das ein erster Knackpunkt für dich? Ja, ich wusste, es wird nicht einfach am Pferd. Ich habe mich auch gestern, muss ich ehrlich sagen, schon ein bisschen geärgert, als ich danach gehört hatte, ja, du hast jetzt die Qualifikation gewonnen, darfst aber am Pferd starten. Na, geil, dachte ich mir, das ist eine super Losung. Und es ist nicht einfach, mit der Nervosität dann da zu starten. Und ich bin Gott sei Dank durchgekommen, mit aber leider ein Fehler. Hat mich schon ein bisschen gewurmt. Das war ja im Gegensatz zu gestern schon fast ein Punktunterschied. Dafür habe ich aber dann an den Ringe einen guten Punkt, guten Akzent wieder gesetzt, Sprung sehr gut und dann Barren. Ah, da habe ich mich schon, ich habe zwar gehofft, sie haben es nicht gesehen, aber haben sie natürlich gesehen und haben mir dann dementsprechend die Wertung auch gegeben. Da war ich richtig angefressen, aber dann dachte ich mir, komm, dafür hast du jetzt die ganze Zeit trainiert und das willst du jetzt schaffen. Du hattest die Turnwelt schon mal verblüfft, als du da dieses Problem in der Reckübung hattest in Rotterdam und das dann durchgezogen hast. Hier war wieder so eine Stelle. War's ähnlich vergleichbar und dann das durchziehen und dann hinten stehen. Erklär mal kurz diesen Knackpunkt auf dem Weg zu Gold. Das ist vollkommen richtig. Es lief schon eine Art Déjà-vu ab bei mir oben am Reck, als ich da den Adler halbe überstochen hatte. Dachte ich mir, Mensch, das gibt's doch nicht. Ey. Also jetzt zählt bloß noch, trotzdem nochmal voll probieren zu turnen und sauber zu turnen. Und danach, denke ich, habe ich alles auf den Punkt geturnt und habe halt gehofft schon noch, dass ich dann über 15 Punkte kriege. Und ja, war nicht voller Ausgang, aber trotzdem eine gute Wertung für einen Mehrkampf. Und ja, muss ich mich damit zufrieden geben. Und dann, wie gesagt, war ich sehr, sehr nervös am Boden, weil es kann doch das eine oder andere immer passieren. Aber es hat gepasst. Die Wiatowski verturnt ganz am Anfang, aber trotzdem, die Konkurrenz war irre stark. Wenn ich Kocsi sehe, das hat mich sehr verblüfft. Hattest du ein Auge drauf oder waren die dir rundherum alle egal? Es war mir schon egal, muss ich ehrlich sagen. Aber ich wusste, dass es definitiv ein sehr starkes Starterfeld ist. Deswegen habe ich ja auch davor mal gesagt, nö, ich nehme nicht die Favoritenrolle an, sehe ich nicht ein, weil die Wiatowski, ein Kuksenkov, ein Nguyen haben alle Fehler gemacht, hätten auch alle weiter vorne sein können und deswegen, ja. Ein nervöser Pressemensch, der wartet drauf, die Medal Plaza winkt. Alles Gute, noch viel Emotion und zwei schöne Finaltage. Dankeschön. Danke. Zwei Sätze, John.